Beim Selbsthilfetag nutzen wir immer die Gelegenheit, der Öffentlichkeit Selbsthilfe vorzustellen. Einen Vortrag zum Thema Multiple Sklerose, einen Vortrag zum Thema seltene Erkrankungen. Es wird einen Selbsthilfetag geben im Cottbuser CDK. Erstmal die Frage, was hat es damit auf sich, was ist alles geplant? Ja, also beim Selbsthilfetag nutzen wir immer die Gelegenheit, der Öffentlichkeit Selbsthilfe vorzustellen. Und es werden 10 Selbsthilfegruppen stellvertretend für die 130, die wir in der Stadt haben, zur Verfügung stehen, um Fragen und Antworten, um Antworten zu geben. Aber rundherum organisieren wir dann natürlich auch Informationsvorträge. Wir haben also einen Vortrag zum Thema Multiple Sklerose, einen Vortrag zum Thema seltene Erkrankungen im CDK, ein neues Zentrum, was dort entsteht, und einen Vortrag zur positiven Psychologie, auf den ich mich ganz besonders freue. Sie meinten vorhin, man kann tatsächlich auch mit den Selbsthilfegruppen im Anschluss dann auch nochmal ins Gespräch kommen. Ist das richtig? Die Stände der Selbsthilfegruppen sind begleitend und wir haben zwischen diesen Vorträgen immer Zeit, um miteinander in den Austausch zu kommen. Wann und wo geht es jetzt los und wer kann jetzt alles dabei sein? Beginnen wird der Selbsthilfetag am 20.04. 12 Uhr im Haus 33. Das ist das Verwaltungsgebäude des CDK. Und dort hat man schon mal die Möglichkeit, die Stände zu besuchen. 12.30 Uhr werden wir beginnen mit einem Grußwort des OB und des Geschäftsführers Dr. Brodermann. Und dann schließen sich die Fachvorträge an und zwischendurch hoffen wir natürlich immer auf einen regen Austausch. Und begleitend dazu wird es ja auch eine Ausstellung geben. Begleitend dazu wird es im Eingangsbereich im Haus 62 eine Ausstellung geben zu dem Thema Kreismeister selbst gemacht. Da spielen wir so ein bisschen mit diesem Stuhlkreis, der ja immer so noch ein bisschen verdammt wird, und sagen, nein, das sind Kreismeister, die über ihre Probleme reden, die versuchen, Lösungen zu finden, ergänzend zur professionellen Behandlung miteinander in den Austausch gehen, wo ganz viel Verständnis passiert. Und stellvertretend werden 10 Geschichten von Selbsthilfe-Mitgliedern veröffentlicht.